Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Ja, das Spiel neigt sich immer und immer weiter dem Ende zu. Aber das soll uns erstmal nicht traurig stimmen. Denn es kommen noch viele, viele andere tolle Spiele raus. Und nichtsdestotrotz müssen wir hier weitermachen. Okay. Fliegender Teppich-Style. Welcome to Agrabah. Ja gut, okay. Guck mal, haben wir was? Nein, nein, bloß nicht. Pikachu auf Level 100. Okay, dann machen wir einfach mal hier so. Ja. Ja, also das ist schon so. Na, nicht so. Easy peasy. Wir nehmen einfach den Knopf dafür. Danke. Auf eine Agrabah. Okay. So, wir haben jetzt 2 von 5. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Ja, so. Ich hoffe es zumindest. Danke. Hey. Das war uncool. Oh Gott! Um Himmels Willen! Bitte... Bitte, Herr Yoshi, tun Sie nichts Unüberlegtes. Oh wei, oh wei, oh wei.
ich glaube, das sollten wir nicht in Erwägung ziehen, da runter zu gehen. Wie soll man denn da hochkommen? Wow. Ah. Nein. Ach, Mensch. Weißt du, da verbringst du stundenlang, um dir so einen Wolf zu suchen. Ja? Stundenlang! Dann gibt es da so kleine Teppiche. Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Dann gibt es da so Mini-Teppiche. So klitzekleine Mini-Teppiche, die man auch benutzen kann. Aber naja, da hätte ich ja selber drauf kommen müssen, ne? Danke. Wobei diese Mini-Teppiche nicht so vorteilhaft sind. Was? Ah, komm, egal. Egal! Jo. Wow, was für ein Monsterteppich! Der kann bestimmt einiges. Oder auch nichts. Oh Gott. So, zack, hoch. Okay, doch nicht hoch, runter. Meinetwegen noch ein bisschen. Ey! Die Titanic sinkt! Sie sinkt! Mit sinken.
So, zack. Alle Wollknäule gefunden. So, zack. Zack und ab dafür. Oh Gott, das ist ein Level. Zack. Haben wir das auch schon? Oh, oh, sehr spät am Abend und der Herr Zetzler, der beehrt uns auch mal wieder. Willkommen, willkommen, willkommen. So. Hm. Okay, ja, weiter geht's hier, ne? Immer schön weiter, immer weiter, weiter, weiter. Okay, dieser Yoshi sieht ziemlich weird aus. Es ist ein Panda-Yoshi. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So, und dann sind wir schon, naja, wieder fast bei der, beim Ende angelangt, ne? Montys Eisfestung. Gucken wir mal, was das da gibt. Na gut. Es wird sich zeigen. Hi, Boss Recycling. Okay. Hm. Wenn da schon steht Boss Recycling. Hat eigentlich nie was Gutes zu bedeuten. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sind unvoreingenommen. Das Spiel ist einfach viel zu schön, um dort irgendwie, ja, sich da irgendwas kaputt machen zu lassen. Da muss er irgendwie hinkommen, oder? Go, Penguin, go! Yoshi's Woolly World, süßeste Spiel ever. Ja, das kann ich sogar, dem stimme ich zu. Ich hoffe nur, dass wir jetzt an nichts irgendwie dumm vorbeigeschlendert sind. Weil das wäre wirklich sehr schade. Aha. Aha. Das war ja wohl offensichtlich. Also meines Erachtens nach. Der eine oder andere sieht das natürlich immer anders. Aber meines Erachtens nach war das richtig. Und offensichtlich. So, schnell wieder da rein. Dann einmal da. Und hüpf für die Hüpf. So. Und wieder da hoch. So, den wievielten war das? Das war der erste. Okay. Hi, Monty. Ja, das mit dem... Hm. Also, ich finde, jetzt gerade kriegt man die Dinger hinterhergeballert, ne? Ich wünsche euch noch viel Spaß bei Yoshi. Ich bin jetzt mal weg. Schönen Abend noch. Dir ebenfalls einen schönen Abend. Nein.
Ach, verdammt. Warte mal. Jetzt muss ich das ganze Ding wieder neu holen. Oh Gott. Dieses Spiel ist süß und unbarmherzig zur gleichen Zeit. Und ich frage mich, darf das sein? Darf es das sein? Ja, es darf es. So, zack, den einmal gefressen. Dann rüber. Und da wieder rein, zack, so. Verdammt. Komm schon. So. 1, 2, 3. Letzte Chance. Vorbei? Falsche Sendung, glaube ich. So, und so, einmal. Gleich wieder nur aufgemerkt, dass wir dort nicht so reinrushen. Wie eben. Aber eben wollten wir... Nein, nein! Warum? Spiel, warum tust du uns das an? Wir haben gedacht, du seist super süß und super knuddelig. Haben wir uns dort getäuscht? Anscheinend. Ja. Oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Pinguin. So, und... Yippie-yay. So, zack. Okay, da geht es hoch. Sollte wohl erstmal, glaube ich, nicht gefunden werden. Mal gucken, was sich da verbirgt. Ja, klaro. Sonst noch irgendwelche Wunschvorstellungen? Okay, okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Doch, ich glaube fest daran. Wir glauben auch fest daran, dass wir der Beste sein können. Die Pokémon-Meister und so. Jetzt, das war's. Hier gab's einfach nur so ein Teil. Okay, warum nicht? Seems legit. Na gut.
Hallo Pinguine. Okay, okay. So. Okay. Was ist das? Der zeigt uns da oben schon, dass es dort einen geheimen Weg gibt. Hallo. Nehmen wir doch. Nehmen wir doch, ne? Geheimpassagen sind immer was Feines. Okay. Und ich gehe mal von aus, dass hier noch eine Geheimpassage ist. Dadadadam. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ihr etwa? Dom, dom, dom. Hier oben wäre natürlich auch keine gewesen. Nein. So, Tag. So, blub, 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 blub. Hallo, rote Wolle. So, eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Eine geht noch rein. So, zack. Okay, okay. Haben wir da noch genügend Leben? Ja, Leben ist immer wichtig. Hast du kein Leben, kannst du nicht leben, ne? Ohne Leben ist das Leben nicht lebenswert. So, zack, sind wir da. Okay, ja, anscheinend hätten wir das hier gut lösen können, aber... Der gute Nero ist da wieder so ein Fader-Roni und... What the fuck? So, dann haben wir das auch schon. Zack. Hier, take this and shut up. Und dann können wir mal gucken, was sich jetzt da ergibt. Du wieder! Wie sollte es auch anders sein? Aber ich werde mein Mütchen an dir kühlen. Okay. Was mag das wohl heißen?
Wenn man dann wieder raus hat, wie das funktioniert, dann geht das, ne? Dann geht das schon voll klar. Ja, komm, schick her, schick her. Was? Was? Alter. Willst du Beef? Bam. Ja, das ist wirklich so Boss Recycling. Da haben sie schon recht mit dem, was sie geschrieben haben. Das stimmt schon. Bam und bada boom. So, zack, alles einsammeln. Pap, 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 pap. Okay, soweit so gut. Schauen wir mal weiter, ne? Einen neuen Trickstecker erhalten. Und wir haben welchen Yoshi freigeschaltet? Na? Den Eis-Yoshi. Wo wir am Anfang schon gedacht haben, wir hätten ihn, aber nein, jetzt haben wir ihn erst. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, wie immer, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Es ist mir auch ganz wichtig, dass ihr eure freie Meinung geigt. Und ja, prinzipiell ist es ja halt auch ein Muss, ne? In diesem Falle, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann.